Jetzt kommen wir zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute darum, dass wir Sand da rein tun. Ich tue da jetzt mit einem Trichter, den ich aus Papier gebastelt habe, Sand rein. Man sieht das wirklich schlecht. Tut mir leid deswegen. Ich habe jetzt den Sand hier reingetan. Das ist roter Sand, feinkörnig. Wie ihr seht, alles so gleichmäßig. So kleine Hügel sind da drin, aber das ist nicht schlimm. Ja. Also ja, also so 2 bis 3 cm hoch einfach Sand reintun. Und das war's. Jetzt geht's weiter mit der Honiglösung. Das müsst ihr einfach gut schütteln. Und dann ganz wenig, vielleicht so 0,1 Milliliter mit der Spritze, die man dazu bekommt, einfach durch dieses kleine Loch dann einen Tropfen reintun. Ganz vorsichtig, weil wenn man das zu doll drückt, dann fliegt das durch die ganze Arena. Und ja, das wollen wir halt eben nicht. Oder halt man benutzt halt eben die Pipette, dann machen wir das von oben durch das Loch, aber würde ich halt nicht so empfehlen. Ich werde das jetzt hier mit der Spritze aufziehen. Also bedenkt bitte 0,1 mm maximal. Heißt ungefähr einen Tropfen einziehen. Und da werde ich halt auch noch gleich noch Wasser reintun. Einfach nur bis zur Vorsorge. Und da müssen wir auch noch gleich noch befeuchtigen. Ja, also bis gleich. So, ich habe da jetzt Wasser reingetan. Da ist ein Loch. Da drin ist Watte. Und das läuft so ab. Ich habe da jetzt Wasser reingetan mit dieser Spritze. Erst ein bisschen weniger, damit man weiß, ob da überhaupt irgendwas dann passiert. Und dieser Pfropfen da oben, der ist wirklich ganz wichtig. Wenn ihr das nämlich da Wasser reintut, dann fließt das Wasser raus. Alles ganz normal. Sobald ihr aber den Pfropfen dann reintut, dann herrscht Vakuum und dann fließt unten nichts mehr raus, egal was ihr tut. Da muss man erstmal dran ziehen, das machen halt die Ameisen dann schon von selbst und kommen deswegen halt dran. Und dann kümmern wir uns jetzt noch darum. Ich habe eben erfahren, ich habe den letzten Part nicht mehr im Video reingepackt. Ich weiß nicht, wo das ist. Habe ich irgendwie verloren oder so. Ja, genau. Ich habe halt dieses Granulat da hinten beim Nest angefeuchtet. Das muss ich jedes Mal immer machen, weil das Wasser verdunstet, ja. Und ja, das war's dann auch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn irgendwas Interessantes passiert ist, dann mache ich nur die Videos, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Also dann bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao.